Fantasy, Magie und Hellseherei. Damit kann man heute ordentlich Geld verdienen. Aber auch schon im Mittelalter wurde man durch Weissagungen berühmt und hatte Einfluss. Und was hat das nun mit Otterstadt zu tun? Die wenigsten wissen, dass der berühmteste Seher, oder besser gesagt Astrologe, des Mittelalters in Otterstadt lebte und dort auch begraben wurde. Er dürfte somit auch der berühmteste Bürger der Rheingemeinde sein, von dem die wenigsten Einwohner Kenntnis haben. Die Rede ist von Johannes Lichtenberger. Johannes Lichtenberger wurde 1426 bei Baumholder, nähe der Burg Lichtenberg bei Kusel, geboren. Sein ursprünglicher Name war Johannes Grünbach, wohl benannt nach dem Ort Grünbach bei Baumholder, in dem er wahrscheinlich aufwuchs. Ein echter Pfälzer also. Der Katholik wurde zum Priester ausgebildet und absolvierte anscheinend ein Hochschulstudium, auf das seine Titel eines Magisters und die Kenntnis der astrologischen Literatur hinweisen. 1460 war Lichtenberger Präses Ecclesiae der Kirche in Otterstadt, also quasi Kirchenvorstand. Otterstadt zählte damals lediglich 300 Einwohner und wurde seelsorgerisch von einem alle ein bis zwei Jahre wechselnden Vikar versorgt. Diesen stand Lichtenberger anscheinend vor, denn ab 1470 gab es wieder einen ständig in Otterstadt anwesenden Priester. Tatsächlich wirkte bei den Klerikern von St. Guido ein Johann Grünbach am Heiligkreuzaltar der Stiftskirche, zu dessen Eigentum Otterstadt zählte. Seine astrologische Laufbahn begann am 22. September 1468 mit der Deutung eines in dieser Nacht im Sternbild der Zwillinge erschienenen Kometen. Wie er selbst schreibt, unter der gespaltenen Eiche in der Finstergasse, 3 Kilometer entfernt von Speyer. Könnte er damit die heutige Hundsgasse in Otterstadt meinen, an der sich das einstige Pfarrhaus vom Kirchlein am See anschloss? Welch Vorstellung, dass Lichtenberger am Otterstadter Kirchlein sitzt, auf den See schaut, den Kometen beobachtet und seine berühmten Weissagungen entwickelt. In den 1470er Jahren wirkte er in Fürstenhöfen und 1473 als Hofastrologe Kaiser Friedrichs III., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, machte sich als bedeutendster deutscher Astrologe des Mittelalters einen Namen. Unzählige Wetterregeln, Berechnungen von Planetenbahnen und Sternbildern sowie Vorhersagen zerstörerischer Überschwemmungen und Horoskope veröffentlichte er, die auch den mystischen Namen Peregrinus Roth verwendete und seine Aufzeichnung stets in roter und grüner Tinte tätigte. Da sich jedoch wichtige Vorhersagen am Hof des Kaisers nicht erfüllten, fiel er in Ungnade und er übernahm 1481 die Pfarrei in Brambach. Am 1. April 1488 erschien in Heidelberg sein astrologisch-prophetisches Hauptwerk Die Pronostikation in lateinischer Schrift, das in über 50 Auflagen aufgelegt wurde, die letzte 1923. Eine deutsche Ausgabe erschien 1527 mit dem Vorwort von Martin Luther. Vor allem durch die vielen darin enthaltenen Holzschnitte traf Lichtenberger den damaligen Zeitgeist, da sich durch die eindringlichen Bilder auch das einfache Volk von den Vorhersagen des Sehers ein genaues Bild machen konnte. Eines der berühmtesten darunter ist ein abgebildeter Mönch mit einem Teufel auf der Schulter, dem ein Lehrling folgt. Viele erkannten darin den späteren Reformator Martin Luther. Noch heute ist in zahlreichen Schulbüchern Lichtenbergers Drei-Stände-Bild aus der Pronosticatio zu finden. Auf dem Bild segnet Christus auf dem Weltenbogen die drei Stände und gibt ihnen ihre Bestimmung. Er spricht zum Papst: Du bete demütig. Zum Kaiser und Adel: Du beschütze. Und zu den Bauern: Du arbeite. Leerstand, Wehrstand und Nährstand galten jahrhundertelang als gottgewollt. Eines der letzten Zeugnisse über Johannes Lichtenberger findet sich in einem katholischen Visitationsbericht von 1683.
Dort heißt es, dass das bei Speyer gelegene Otterstadt, wo Lichtenberger gewirkt haben soll, durch das Grab des Sehers berühmt sei. Leider haben sich Spuren von Lichtenbergers Grab am Kirchlein am See nicht erhalten. Das Kirchlein wurde 1748 abgerissen und auch der Friedhof existiert nicht mehr. Im März 1503 soll er gestorben sein. Ein altes Pfarrbuch, auf dessen erster Seite das Andenken an den berühmten Mann verewigt haben soll, gilt als verschollen. Ist wahrscheinlich einer der zahlreichen schweren Überschwemmungskatastrophen, die Otterstadt heimsuchten, zum Opfer gefallen. Der genannte Visitationsbericht erwähnt übrigens auch eine weitere Geschichte, die sich etwa zur gleichen Zeit Lichtenbergers zugetragen haben soll. Berühmt ist dieser Ort durch einen Arzt, der aus einem Hufschmied plötzlich ein hochberühmter Arzt geworden ist, so dass er von Fürsten und Grafen gerufen wurde. Doch die Spur des Wunderdoktors verläuft sich im Dunkeln.